Herzlich willkommen, wir sind heute in Künzel bei Fulda, bei der größten Quallenzucht Europas, bei meinem Freund Alex. Wir sind hier, weil wir relativ viele Projekte zusammen machen und auch noch anstehen werden. Wir fahren jetzt gleich nach Hannover, packen Quallen ein und eröffnen damit gleich die Ausstellung im Sea Life Hannover. Was aber noch viel, viel spannender ist, wir ziehen uns jetzt die Anlage vom Alex rein. Das ist einfach überragend. Dafür übergebe ich das Wort sofort an dich, weil du ein bisschen was darüber erzählen kannst. Ja, mehr als genau. Ich. Wir sind jetzt hier in unserem ersten Raum, wo die kalte Anlage ist. Kalte Anlage bedeutet 10 bis 15 Grad und hier finden wir hauptsächlich Feuerquallen und Kompassquallen. Wir sind natürlich sehr daran interessiert, vor allem Tiere für Großaquarien und Zoos zu liefern und die wollen immer Schautiere, große Tiere haben und die können wir hier in den Anlagen eigentlich wunderbar aufziehen. Flo, wie ist denn eure Zusammenarbeit eigentlich so entstanden? Da war ein großes Aquarium geplant, ein öffentliches, was leider nie gebaut worden ist und da war der Alex mit in beratender Funktion tätig und wir als damals noch zu meiner Schuran-Zeit als potenzieller Lieferant sind wir uns da über den Weg gelaufen und so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Ich bin gelernter Fischwirt, habe mich aber schon als Kind immer für Aquarien interessiert und sehr viele Aquarien auch zu Hause gehabt. Und mir war klar, okay, während der Schulzeit schon, ich möchte in diesem Bereich Fischzucht halt ja, professionell werden und habe dann eigentlich angefangen, erst mal eine Lehre zu machen für Fischhaltung und Fischzucht und habe mich dann auf Aquarien spezialisiert und bin im Prinzip in Coburg im Seastar-Aquarium erstmal gelandet für 2 Jahre und dann ging es noch nach Konstanz zum Sea Life, da war ich 4 Jahre, dann ging es nach Stralsund ins Ozeaneum für 4 Jahre und dann eben zu dem Projekt. Der Rhythmus ist bei dir vorbestimmt. Ja, 4 Jahre. Nach 4 Jahren hat man eigentlich im Prinzip alles gesehen und alles durchgemacht und dann muss man weiterziehen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich mache mich jetzt selbstständig und da ist es jetzt ja auch schon 4 Jahre und da bleibt es auch erstmal. Die nächsten 4 Jahre. Die nächsten 4 Jahre, ja. Genau, das ist der Kaltbereich mit momentan auch unserem größten Becken. Das ist jetzt 2,50 Meter breit und 1,80 Meter hoch. Und dort können im Prinzip die Kompassquallen auch gut auswachsen. Also das Wichtigste bei den Quallen ist ja die Strömung, dass sie eine schöne, gleichmäßige Strömung haben, wo sie ihre Tentakel einfach ausfahren können, ohne sich zu verhaken. Und wir haben hier teilweise bis zu 100 Tiere in dem Becken und wir haben nicht einen Knoten in den Tieren. Also das spricht dafür, dass die Strömung wunderbar funktioniert. Das sind übrigens auch die Quallen, die gleich in das noch größere Becken im Sea Life Hannover ziehen. Wie Alex schon sagte, mit einer gewissen Vorlaufzeit zieht Alex die Tiere dann halt in die Größe, die die Zoos auch brauchen. Das bringt ja jetzt nichts, wenn man da mit kleinen Tieren anfängt. Das heißt, du hattest gewiss 3 Monate Vorlaufzeit, genau, wo du dem Björn gesagt hast, okay, ich ziehe dir da. Wie viele Tiere kommen rein? 30? 30, ja, am Schluss sind wir, glaube ich, bei 30 gelandet und wir haben gesagt, dass so 10 cm Schirmdurchmesser eigentlich die richtige Größe ist, weil ja, eine Eröffnung bedeutet natürlich, ich will ein Tier haben, das sofort Show macht. Das ist ja jetzt ein Zuchtkreisel. Der Showkreisel vom Florian ist natürlich nochmal wesentlich besser für die zur Schaustellung. Und wir werden auch dann die rote Farbe von den Tieren später in Hannover viel besser sehen. Das sind Top-Tiere im Prinzip, die aber auch noch wachsen können. Also 20, 30 cm Schirmdurchmesser ist kein Problem in den nächsten 3-4 Monaten zu erreichen. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass du die ganz frisch aus Sylt mitgebracht hast. Ja, genau. Du hast mir ein Foto geschickt und da habe ich gesagt, ey geil. Aber du gehst dann gezielt oder mit einer großen Hoffnung einfach nur an bestimmte Strände oder wo auch immer du die dann entnehmen kannst. Du hast ja auch dazu die Erlaubnis. Ja, es ist so, dass im Prinzip mit einem Angelschein kannst du ja an die Gewässer rantreten und kannst ja auch Tiere entnehmen. Ne? Du musst natürlich aufpassen, wie immer, Schonzeiten, Schonmaße und so Sachen gibt es jetzt bei Quallen nicht. Unser Ziel ist überhaupt nicht eigentlich groß, Tiere aus der Natur zu entnehmen, um sie zu verkaufen. Wir sind ja eine reine Zucht und normalerweise vermeiden wir es komplett, Wildtiere hier reinzubekommen. Hat ja verschiedene Nachteile auch. Aber auch wir müssen irgendwann mal unsere Kulturen starten. Und eine Kultur zu starten bedeutet einfach, du brauchst erstmal Larven von den Alttieren. Und da hat sich halt jetzt auf Sylt gerade ergeben, dass große und schöne Feuerquallen da waren und wir jetzt Tiere mitgenommen haben, um jetzt Larven zu sammeln. Quallen leben ja immer in 2 verschiedenen Generationen, einmal als Meduse und als Polyp. Die Polypen können wir uns später noch anschauen. Dafür braucht es halt erstmal Elterntiere. Dann gehen wir mal eine Etage tiefer. Mediterranen Bereich. Wir sind so bei 18 bis 20 Grad, wo halt eben auch die Tiere sind, die die Leute, sagen wir auch normal in ihrer Wohnung zeigen können. Die große Anlage. Das sind jetzt 10 80er Kreisel und 8 Meter Becken mit insgesamt sowas um die 6.000, 7.000 Liter. Und hier werden hauptsächlich Ohrenquallen großgezogen, aber auch mal Kompassquallen oder diese Rhizostoma. Ja, also ich denke, dass die Ohrenqualle doch, die kennt wahrscheinlich jeder. Das ist die
Qualle, die, ich mag mal behaupten, doch den geringsten Anspruch ans Aquarium und an den Pfleger stellt? Oder? Ja, kommt so ein bisschen drauf an. Also sie verträgt ziemlich viel, das stimmt schon. Aber damit sie halt gut auswächst, groß wächst und auch schön bleibt, muss sie schon auch ein relativ großes Becken haben und gute Wasserwerte über längere Zeit. Das sind, wie gesagt, Aurelias, Moonjellies oder auch Ohrenqualle genannt. Ich mag mal behaupten, wenn man Qualle googelt, wird wahrscheinlich die als erst gezeigt werden. Ne? Oder halt das große Monterey-Becken mit einer, auch mit der Chrysaora, mit einer Kompassqualle, die es ja auch in verschiedenen Farbvarianten gibt. Das sind auch Chrysaoras? Genau, das ist jetzt die japanische Kompassqualle. Der lateinische Name ist Chrysaora pacifica, während die roten, die wir heute auch nach Hannover bringen, das ist die Phuscescens, die auch in Monterey Bay in dem großen Becken ist. Ja. Also die japanische Kompassqualle ist eher eine kleinbleibende Art, die zwar auch 3-4 Meter lange Tentakel bekommt, Wahnsinn. Aber der Kopf wird maximal so 15 cm im Durchmesser. Wahnsinn. Ist halt besonders schön anzuschauen, dieses filigrane Schwimmen. Und wenn sie diese Haare im Prinzip oder ihre Tentakeln komplett ausfahren, ist es so ähnlich wie ein Spinnennetz. Also die versuchen natürlich mit ihren Tentakeln Plankton, aber auch mal kleine Fische aus der Wassersäule zu fangen. Und die müssen dann natürlich auch möglichst schnell betäubt oder getötet werden. Und deshalb haben die auch wesentlich mehr Gift als jetzt eine Ohrenqualle. Man sieht halt, wie so eine Qualle durchs Wasser schwebt oder gleitet. Manche sind ja wesentlich aktiver gegen die Strömung. Also du sagst ja auch, dass du eigentlich mit der Strömung bestimmen kannst, wo die Qualle im Aquarium steht. Ne? Ganz genau. Das ist halt das A und O. Quallenaquarien werden ja oft, ich sag mal, verblendet, sodass man nur einen gewissen Teil vom Aquarium sieht. Und damals, weißt du selber, war der typische Quallenkreisel einfach nur ein rundes Becken, so wie er jetzt hier oben steht. Und das Problem war, dass die Tiere dann immer nur auf 3 Uhr oder 9 Uhr standen. Das heißt, ich habe einen 80 cm breiten Kreisel und habe die Tiere immer nur auf einem Fleck stehen. So. Das sieht man ja jetzt hier auch. Ne? Also genau. Die Strömung kommt von da oben und die stehen eigentlich genau da im Mittelpunkt, wo die Strömung auftaucht. Das heißt, die schwimmen gegen die Strömung. Die meisten schwimmen nach unten gegen die Strömung. Dann macht es ja vielleicht Sinn, irgendwie 2 Strömungen zu nutzen. Also ich stretche das Becken einfach in die Länge, deswegen dieser Stretch-Kreisel ja auch. Und jetzt habe ich 2 Einläufe. Und das bedeutet, dass die Tiere immer in der Mitte stehen. Das heißt, es bildet sich wie so ein V, wo die Tiere in der Mitte stehen und alles andere kann ich verblenden. Und das werden wir dann gleich hoffentlich auch positiv am Beispiel des Quallenkreises in Hannover dann sehen. Du hantierst hier auch ohne Schutzmaßnahmen. Also das heißt, du gehst ganz normal mit den Händen rein. Ich habe ja auch früher noch viel, viel häufiger mit Quallen zu tun gehabt. Habe da auch nie ein Problem gehabt, die anzufassen. Die ist Gewohnheitssache. Ich weiß, dass die Chrysaora je nachdem dann schon mal irgendwie so ein bisschen mehr Nesselgift hat, sich anfühlt wie so eine Brennnessel. Die häufigsten, die dann im Privatgebrauch keine Box Jellyfish oder portugiesische Galeere halten, weil man sich natürlich dieser Gefahr nicht aussetzen möchte. Wo ist denn deine giftigste Qualle? Ja, die giftigsten Quallen sind eigentlich schon die Kompassquallen. Die lila gestreifte Kompassqualle, also die Purple Stripe Jelly, ist die, die ich am meisten merke, wenn ich mal die Becken putze. Weil es ist ja so, der Tentakel ist ja immer noch aktiv, auch wenn er gar nicht mehr an der Qualle hängt. Das heißt also, wir putzen die Becken manchmal oder wir fangen die Tiere raus und dann gibt es ein paar Abrisse von diesen Tentakeln und da denkt man nicht mehr dran und putzt weiter oder geht halt rein und merkt auf einmal kurz Zeit später, okay, es brennt so ein bisschen. Und es ist alles, sage ich mal, nicht lebensgefährlich. Es ist wie eine Brennnessel, man überlebt es, man hat eigentlich auch keine... Kein Gegengift hier. Nein, ich brauche kein Gegengift. Und es gibt auch wirklich nicht so viele Quallen, die tödlich giftig sind. Also wir haben da die Seewespe natürlich in Japan, Australien, die wirklich gefährlich sind. Und ich glaube, es würden doch mehrere Leute die halten. Das Problem ist, dass die Haltungsbedingungen sehr extrem sind. Wir brauchen Fischlarven zum Füttern und solche Sachen. Und die Zucht funktioniert noch nicht. Und ohne Zucht würde es bedeuten, wir müssten Tiere aus Australien importieren und das ist einfach viel zu sehr teuer. Unspektakulär aus, ne, wenn man mal im Verhältnis, also natürlich für uns, die wahrscheinlich einen anderen Ansatz haben, schon spektakulär, aber für so ein Schauaquarium, also ich habe es noch nie live gesehen in einem Schauaquarium, weil ich mir denke auch, okay, warum setzt man sich dann dieser Gefahr aus? Es gibt schon einige Würfelquallen, die mittlerweile in den Schauaquarien gehalten werden. Das ist aber weniger die Irukandji, sondern es ist dann eine aus dem Mittelmeer zum Beispiel. Die ist nochmal ein deutliches Stück größer und wirkt dann natürlich auch besser. Ne? Also du kannst da wirklich mal 40, 50 Stück in so einem Becken halten. Und es sieht schon auch toll aus, wie die schwimmen. Und es gibt auch ein paar tolle Facts dazu erzählen, weil diese Würfelquallen, die haben auch relativ gut entwickelte Augen. Also die können wirklich Farbe unterscheiden, Formen unterscheiden. Und das ist auch ganz schön zu zeigen. Man kann die wirklich um bestimmte Objekte herumschwimmen lassen. Also es ist ganz interessant. Dann wieder was dazugelernt. Also war alles Blödsinn, was ich da erzählt habe. Hier sind wir im Endeffekt in einem der kleinen Zuchträume, wo diese Zuchttische auch sind. Das sind alles einzelne Systeme, also 3 Stück im Endeffekt mit verschiedenen Salzgehalten und Temperaturbereichen. Und es ist so, dass man zur Quallenzucht, also vor allem um diese Polypen zu triggern, dass die Larven abgeben, braucht man oft verschiedene Temperaturen. Und das lässt sich hier bei mir darstellen. Ich habe alles standardisiert, das heißt im Prinzip sind es immer gleiche Becken. Ich kann einfach ein Becken aus irgendeiner Anlage nehmen und einfach in die andere reinstellen, ohne jetzt was abschrauben zu müssen. Und das geht also alles sehr schnell. Das ist das Kühlbecken.
das hier drumherum kühlt diese Becken, korrekt? Genau, es ist aber Anlagenwasser. Im Endeffekt läuft Wasser in das Becken. Es wird nicht fest angeschlossen, weil ich vermeiden möchte, dass wir Luftblasen in das System bekommen. Es ist einfach schwierig zu regulieren, sobald wieder eine Pumpe direkt angeschlossen ist. Hier wird im Prinzip nur Wasser angestaut in der Spraybar und dann über Schwerkraft langsam durchs Becken geströmt. Das Wasser fließt dann raus, wird hier aufgefangen und geht dann über einen Überlauf in die Filterkammer. Das heißt, hier gibt es keine feste Verrohrung. Es ist einfach sehr schnell, alles zu machen. Man muss ja überlegen, ich habe hier ca. 200 Behälter und habe das bis vor 2 Monaten also noch komplett alleine gemacht, inklusive Füttern, Wasserwechsel und die ganzen Geschichten. Das heißt, es muss alles sehr schnell gehen und mit diesen Wetbenches hat man das eigentlich wunderbar erreicht. Da habe ich momentan Rippenquallenlarven, das heißt also, wir züchten diese Meerwalnüsse hier in diesem System und die brauchen spezielle Becken. Also ob sie es brauchen oder nicht, kann man sich drüber streiten, aber für mich hat sich herausgestellt, dass diese Diffusion Tubes wunderbar funktionieren. Hier werden im Endeffekt Elterntiere eingebracht und die geben dann kleinste Larven ab, also es sind ja, diese Rippenquallen zählen ja nicht zu den Nesseltieren, die haben auch kein Polypenstadium, sondern die geben wirklich mehrere tausend Eier dann einfach ab und aus diesen Eiern werden dann direkt kleine Larven. Die bleiben dann hier in diesen Tubes für 2 Wochen und dann gehen sie dann auch in ganz normale Kreisel. Und es ist auch eine Art, die immer interessanter geworden ist für Zoos, weil sie sehr schöne Farben zeigt. Für mich sehr interessant, weil es auch eine Top-Nahrungsquelle ist für andere quallenfressende Arten. Diese Polypenbecken sind zum Beispiel hier diese Behälter. Das ist immer 1 Liter abgeschlossen, kann aber mit einem Stab dann im Prinzip Wasser durchfließen lassen. Und hier sind dann diese Polypen drin. Man sieht so weiße Knospen mit kleinen Tentakeln, was sich da unten so ein bisschen bewegt. Das ist jetzt zum Beispiel diese Kompassquallenpolypen. Die werden jetzt hier gefüttert, mehr oder weniger gemästet, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich sage, okay, ich mache sie wieder ins kalte Wasser. Dann werden sie im Prinzip nur hier abgeschlossen, kommen in die kalte Anlage, werden wieder angeschlossen und dann nach 3 bis 4 Wochen geht es dann los, dass die die Larven abgeben. Und dann werden im Prinzip aus diesen Behältern nur die Larven abgesammelt und direkt in so kleine Kreisel gebracht. Es ist so, dass die natürlich in den ersten Tagen besonders gutes Futter brauchen. Das heißt, sie kriegen entweder angereicherte Brachionus oder Copepoden oder eben, wenn es quallenfressende Arten sind, dann auch wirklich Quallenschleim. Also der Mucus von Ohrenquallen zum Beispiel oder diese Meniopsis, wenn die klein gedrückt werden, ist eigentlich das ideale Futter für die ersten Tage. Und man hat wenig, sage ich mal, Wasserverschmutzung, wenn man andere Quallen verfüttert. Das ist jetzt von einer lila gestreiften Kompassqualle. Und ja, da schwimmen schon ganz viele kleine rum. Genau, und das sind jetzt die Larven davon. Die sind jetzt 1-2 Tage alt und die müssen jetzt abgesammelt werden und dann direkt gefüttert werden. Wachsen Quallen unterschiedlich schnell? Ja, also es gibt Quallen, die wachsen 1 bis 2 Zentimeter in der Woche. Also gerade Ohrenquallen, wenn das alles passt, machen die 1 bis 2 Zentimeter. Und auch Kompassquallen, wenn man die ordentlich mit Quallen füttert, verdoppeln die sich alle Woche. Also es geht schon richtig schnell. Leben ja nur 1 Jahr und müssen ganz schön Größe erreichen in der Zeit. Hier sind wir jetzt im tropischen Bereich. Naja. So viel weiß ich auch. Das ist eine Mangrovenqualle, die nehmen wir gleich auch mit. Ne? Ja genau, hier ist ein bisschen tropische Anlage, da sind wir noch am Umbauen. Wir sind ja noch nicht mal fertig mit den Räumen. Wir haben eine Anlage, die wir noch komplett aufbauen müssen im kalten Bereich. Und das ist erst jetzt so langsam fertig geworden. Oder wird noch fertig, manche Becken sind noch gar nicht befüllt. Und hier wollen wir vor allem die australische Wurzelmundqualle und die Lagunenquallen, die zu den Wurzelmundquallen gehören, großziehen und auch da wirklich auf Masse gehen. Das sind 2 Quallen, die eigentlich weltweit in den ganzen Großaquarien gehalten werden und die sehr schön ausschauen, einfach zu halten sind. Und da liegt so ein bisschen unser Fokus drauf. Als wir gestartet haben, war es so, boah, wir müssen 20 Arten haben oder noch mehr Arten. Wir müssen aber davon leben. Das heißt, es ist eine Spielerei. So ab der 10. Art ist es mehr Spielerei, weil alles, was so schwierig wird, hier groß zu ziehen, ist auch nichts, was man jetzt, sag ich mal, an normale Schauaquarien verkaufen kann. Und die Schauaquarien, die, sag ich mal, 10 Leute haben oder 20 Leute haben, die sich um die Quallen kümmern, die züchten sie selber. Du hast ja nicht nur die öffentlichen Aquarien, die an dich rantreten, sondern auch viele Privatkundschaft. Ne? Das heißt, du hast dann so ein Plug-and-Play-Produkt mit Qualle, die du dann noch empfehlen würdest. Also läuft es dann alles auf die Ohrenqualle hinaus, oder weil die Ohrenqualle ist ja vielleicht am robustesten, aber die braucht natürlich auch eine Temperatur, wo man zumindest auch entweder den Raum klimatisiert hat, zumindest im besten Fall eine Kühlung. Wir haben uns 2019 komplett in die Selbstständigkeit begeben und das war die Zeit, wo Corona losging. Das heißt also, unsere kompletten B2B-Kunden waren im Prinzip geschlossen. Und keiner hatte Interesse daran, sich ein Tier reinzuholen, was 1 Jahr lebt und wusste nicht mal, wann er wieder aufmacht. Und haben uns zu der Zeit auch den privaten Markt geöffnet. Das heißt also, ja, wir bieten im Prinzip Komplettsets an, also kleine Becken. Wir sind nicht dabei, diese kleinsten Becken mitzuverkaufen, weil das macht keinen Sinn einfach. Das weiß jeder, ein 5-Liter-Becken, 10-Liter- oder 20-Liter-Becken hat einfach die Probleme, dass die Wasserwerte zu schnell schlecht werden und Quallen reagieren da sehr sensibel drauf. Aber wir sind eigentlich eher daran interessiert, mit den Kunden eigentlich immer ins Gespräch erstmal zu gehen. Was stellt ihr euch vor? Was wollt ihr haben so?
Und wenn dann, sage ich mal, jemand dabei sagt, naja, erst 2-3 Wochen daheim, dann 3 Wochen nicht. Und dann muss man einfach auch sagen, Leute, dann ist vielleicht die Qualle nicht unbedingt das, was für euch gut ist, sondern ihr müsst euch täglich darum kümmern, bestenfalls Lebendfutter herstellen, also Artemien. Und ich sage mal so, so ab 60 Liter kann man sagen, okay, lassen sich Quallen halten. Welche Quallen müssen wir dann einfach besprechen, weil du hast natürlich kalte Tiere, brauchst einen Kühler. So, willst du das in deinem Wohnzimmer haben, sag ich mal, mit einem Kühler, der da rattert, oder im Schlafzimmer? Bestimmt nicht. Also dann geh doch auf tropische. Also es ist überhaupt kein Problem, diese Wurzelmundquallen, also die australischen Wurzelmundquallen oder die Mangrovenquallen oder Lagunquallen daheim zu halten. Die können 22 bis 26 Grad. Das heißt also, ich muss meistens nicht mal eine Heizung reinmachen, brauche aber dann bei denen schon auch wieder ein Vollspektrumlicht, so wie es bei Korallen auch ist. Und bei dem, ja. Genau, weil die also ernähren sich auch genauso wie Korallen auch über die Zugsantellen. Und das muss man natürlich dann am Anfang mit besprechen. Aber es ist möglich, aber wie in alle anderen Aquaristik-Sparten auch, je größer das Becken, desto besser ist es. Man soll es nicht als Accessoire sehen, Wobei man halt sagen muss, gerade im Bereich Quallen sind 90% dieser Privatkunden sind Leute, die noch nie ein Aquarium hatten. Da muss man anders rangehen, als wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Meerwasser-Aquarianer, der seit 20 Jahren Korallen hält, Quallen verkaufe. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, als jemanden das zu verkaufen, der noch nie Salzwasser hergestellt hat oder sonst was. Das hätte ich jetzt eher auch gedacht, dass einer, der ein größeres Becken hat, so ein Becken im Bypass zu installieren, ist ja dann durchaus möglich. Ja, wir können ja ein bisschen was kurz mal spoilern. Und zwar haben wir hier so ein Einhängebecken. Mhm. Dass man im Prinzip also einfach ins Meerwasser-Aquarium einhängen kann. Man schließt eine kleine Pumpe an und hat im Prinzip eine Spraybar und einen Auslauf. Und dann kannst du im Prinzip im normalen Meerwasserbecken andere Quallen einfach dann da drin halten, ohne dass sie von den Fischen gefressen werden. Das Austrittswasser mit Artemia können an die Korallen gehen. Und da sind wir gerade dran. Kann auch anderweitig benutzt werden, ne? Als Isolierbecken, sonst irgendwas. Und da können wir ja drüber reden, was für Größen wir brauchen, was für Aufhängungen und solche Sachen. Und da werden wir in Zukunft, sage ich mal, da auch sowas auch anbieten. Aber grundsätzlich sind ja dann doch eher unsere Kundschaft, wo sich auch viele Quallen immer wieder finden, Wartezimmer, Wellnessbereich, Restaurants, öffentliche Aquarien, ne? Oder Firmengebäude, also ein Eyecatcher oder auch oftmals auch temporär nur, ne? Wir hatten mal für eine Hochzeit, für eine größere, oder wir waren mal für den Eurovision Song Contest, wo wir Backstage so ein Becken dann hingestellt haben. So ein Becken lässt sich schnell, ohne großen Aufwand, ist jetzt nicht wie ein Meerwasser-Aquarium, wo das Wasser halt, Qualität muss vorhanden sein. Wir haben einen anderen Anspruch. Ja, die ganze Einrichtung fällt halt auch weg. Genau. Ich habe keine Einrichtung. Das heißt, ich mache Wasser rein, mache die Quallen rein, schalte die Pumpe an, das Ding läuft. Also temporär kann man sowas sicherlich auf irgendwelchen Partys anbieten. Ja. Also wir können auch gleich dann nochmal hochschauen. Wir haben ja hier im Haus noch eine Tierärztin und in ihrem Wartezimmer oder im Eingang steht eins unserer Becken zum Beispiel und das kommt da auch sehr gut an. Das sind Wurzelmundquallen. Du hast sie zusammen? Ja, du kannst sie zusammen. Es gibt ein paar Arten, die man zusammenhalten kann. Und vor allem diese australischen Wurzelmundquallen mit den Mangrovenquallen. Das funktioniert super. Man muss natürlich die richtige Strömungsgeschwindigkeit finden, dass die sich noch festsetzen können. Ich kann sagen, das sind ja Quallen, die sich eigentlich festsetzen. Genau, also nicht schwimmen. Es darf halt die Strömung nicht so stark sein, dass die im Prinzip umhergewirbelt werden. Und die muss trotzdem noch stark genug sein, damit die australischen Wurzelmundquallen noch Strömung haben zum Schwimmen. Die beiden Arten, sage ich, das funktioniert wirklich auch langfristig. Also über ein Jahr lang kann man die zusammenhalten, ohne dass die sich vernesseln. Alles andere geht mal für 2-3 Monate und dann merkt man, dass eine vielleicht die anderen vernesselt. Wir packen jetzt die Sachen für Hannover. Also das heißt, wir haben 3 verschiedene Quallenarten. Mangrove, Kompass und Ohrenqualle. Genau. Und fahren jetzt gleich noch knapp 3 Stunden. Zwei, drei Stunden, je nachdem, wer fährt, nach Hannover und eröffnen damit mehr oder weniger die Quallenausstellung. Das gibt's dann im nächsten Video. Tschö. Tschö. Tschö.